Beethoven for Brass heißt unser Projekt, was ganz Besonderes. Dazu sind fantastische junge Blechbläser aus ganz Deutschland zusammengekommen, alle hoch dekoriert mit Preisen oder fantastischen Orchesterstellen bereits. Und wir haben hier uns getroffen, um erstmalig neue Arrangements zu erarbeiten, aufzunehmen, zu produzieren, mit Schwerpunkt Beethoven anlässlich des Beethoven-Jahres. Beethoven ist an uns Blechbläsern eigentlich vorübergegangen. Er hat wunderbare Musik für Horn komponiert. Es gibt Äquale für vier Posaunen. Aber seinerzeit gab es zum Beispiel noch keine Tuba und so weiter. Und so haben wir uns gedacht, wir arrangieren diese Musik für uns passend. Wir haben ein Blechbläserensemble mit vier Trompetern, zwei Hornisten, drei Posaunen und Tuba. Wir haben einen Beethoven-Symphoniesatz arrangiert und eingespielt und viele weitere Stücke. Und das erfordert etwas ganz Spezielles von uns Blechbläsern, etwas Untypisches, denn wir müssen sehr filigran musizieren und sehr schöne Bögen spannen. Wir sind hier gerade in der St. Severin-Kirche, einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit einer unendlichen Tradition. Es ist ein wunderbares Miteinander mit den Menschen, die hier leben, die diese wöchentlich stattfindende Konzertreihe unterstützen mit vollem Engagement. Es sind mittlerweile sehr gute Freunde geworden, die uns hier Quartier gegeben haben, um mit einem großen Blechbläserensemble zu proben. Wir hatten fantastische Probenmöglichkeiten in dem Friesensaal. Wir haben hier in der Kirche heute Abend ein schönes Konzert im Altarraum. Dafür sind wir sehr dankbar, hier sein zu können.